Ladies and gentlemen, dear soccer boys, welcome in Hamburg and the town hall. I don't speak all my time in English, but the first words for the teams from outside. Yes, this is a house about 100 years old and is built from the Hamburg traders. You know, Hamburg is not a resident city, was a king. And we have, that's why only this house, and this is a seat of the state government and the state parliament. My name is Farid Müller, I'm the member of the state parliament and of the Green Party group in this house. And I'm in a tradition to say hello for this team and for this tournier here in this house. I'm very happy that you are here. I think you are a little bit tired now. This is a place where I think it's the right place for you to go after this soccer place. And because there's a reason. That's why we are here. And the reason is that it's almost difficult to be gay and to be a soccer player in a profi team. And that's why I'm very happy that we have some people from Hamburg profi clubs here. And I would like to say a very big hello to Mr. Bastian Reinhardt from the Hamburg Sport Club. And also big hello to the Vice President, Mr. Spies from St. Pauli. So, und jetzt möchte ich gerne auf Deutsch weiterfahren. Das ist das erste Mal, dass wir heute Vertreter von Profi-Clubs haben. Das ist überfällig gewesen und wir freuen uns, dass das geklappt hat dieses Jahr. Die Debatten, warum man nicht schwul sein kann und gleichzeitig Profispieler, kennen wir. Der DFB hat viel auf den Weg gebracht dazu, hat versucht, das Tabu ein bisschen zu brechen in verschiedenen Zusammenhängen. Wir haben auch nicht so schöne Vorfälle gehabt. Wir erinnern uns an die Schiedsrichter-Affären. Und merken natürlich, dass der Umgang damit immer noch schwierig ist im Profibetrieb. Umso wichtiger ist, dass es solche Turniere gibt, wie Sie und wie ihr das hier abgehalten habt in Hamburg, auch mit internationaler Beteiligung. Da freuen wir uns besonders, dass die Teams von London, von Prag und auch aus Schweden hier sind. Auch das ist nicht selbstverständlich. Da freuen wir uns, das muss alles selbst organisiert werden von den Beteiligten und das ist Stress, wenn man die ganze Woche arbeitet und dann nochmal zum Wochenende ein Turnier hinfährt. Aber ich hoffe, es lohnt sich. Hamburg ist eine wirklich schöne Stadt und manche sagen so, die schönste Republik. Ja, ich will auch gar nicht großartig Reden halten. Ich wollte Sie hier begrüßen. Ich glaube, die Worte, die wir uns wünschen, die halten heute andere. Ich möchte es trotzdem, wollte ich zumindest einführen, weshalb wir hier sind, dass das auch Sinn macht, dass auch Politik sich darum zu kümmern hat, dass Diskriminierung in der Gesellschaft so nicht mehr stattfindet. Es ist viel passiert in den letzten Jahren in Deutschland. Es gibt noch Bereiche, in denen es schwierig ist. Dieser ist einer. Herr Reinhardt kann das selber wahrscheinlich auch nochmal ausführen. Gerade im Nachwuchs haben wir ja eine momentane Situation, dass früher viele trotzdem in den Profibereich reingegangen sind, weil sie es gar nicht anders kannten, sich zu verstecken. Heute ist es so, dass durch die Liberalisierung viele ja von vornherein eher offen damit umgehen und dann auf einmal merken, wenn sie in Richtung Fußball sich engagieren, dass es da ein besonderes Problem ist und dann vor die Entscheidung gestellt werden, mache ich das mit, das Versteckspiel, oder nicht. Viele entscheiden sich, das nicht mehr mitzumachen, weil sie inzwischen das ganz anders eben auch schon leben, im Beruf oder auch in der Familie. Und da entgeht dem Fußball sicherlich auch das ein oder andere Talent und das ist traurig. Und das ist auch traurig für eine Gesellschaft, die gerne vorgibt, so liberal und tolerant zu sein.
Ja, deswegen möchte ich jetzt das Wort gerne an Bastian Reinhardt übergeben für eine kleine Ansprache an uns. Dafür haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. Sie können sich ausruhen. Ihr könnt euch ausruhen. Sekt ist hoffentlich genug da. Wir stärken uns nachher noch alle. Das ist noch zum Organisatorischen. Vielleicht haben es einige ja auch schon mitbekommen. Wir gehen dann nochmal hoch in den noch ehrwürdigeren Kaisersaal des Hauses. Da werden wir dann gemeinsam essen und haben damit eigentlich das ganze Rathaus heute Beschlag genommen, sonst ist hier nichts los. Und ich finde das auch richtig, dass es mal so ist. Also, kleinen Applaus nochmal für Herrn Reinhardt.